Du stellst die Hände nah an deinen Knien auf, drückst dich in den Fersensitz hinein. Aus dem Fersensitz kommst du in die Hocke. Aus der Hocke, Hahn. Augen schließen. Öffnen, die Arme nach oben zur Decke strecken, mit der Einatmung drückst du dich ganz langsam nach oben in die Himmelsstreckung. Kommst auf die Zehen, Fersen anheben, gerne die Hände über deinen Kopf zusammennehmen, Handinnenflächen berühren sich, die Ellenbogen gehen nach außen hinten. Die Mittellinie deines Körpers zu finden. Der Ausatmung ganz langsam, Tadasana, Füße, Knie, Augen schließen, nachspüren. Gönne dir ein paar tiefe Atemzüge. Du öffnest deine Augen, machst dich bereit für den Baum, gerne der gestützte Baum. Es dürfte aber auch der Baum im halben Lotus sein. Rechter Fußrücken auf den linken Oberschenkel. Hände locker vor deinem Brustraum zusammennehmen. Schau, dass du deine Mitte findest. Einfach nur konzentriert sein, dir deine volle Aufmerksamkeit schenken. Der Ausatmung wieder ganz langsam aus der Position herauskommen, Übung zur anderen Seite vollziehen. Tief einatmen, mit der Ausatmung wieder ganz langsam herauskommen. Tadasana, Augen schließen, nachspüren. Öffnest deine Augen, hebst das rechte Knie an, linke Hand um das rechte Knie, der rechte Arm geht nach hinten, Seitdrehung im Stehen auf einem Bein. Du kannst auch gerne nach hinten schauen, es intensiviert die Übung. Rechter Fuß entspannt. Einatmen, der Ausatmung ganz langsam wie in Zeitlupe aus der Position herauskommen, Übung zur anderen Seite vollziehen, rechte Hand, linkes Knie, der linke Arm geht nach hinten, du drehst dich nach links,
Schultern weit weg von den Ohren, gerne auch nach hinten schauen. Tief einatmen, mit der Ausatmung wieder ganz langsam in Zeitlupe herauskommen. Tadasana, Augen schließen. Dir ein paar tiefe Atemzüge gönnen und dabei die Schultern kreisen lassen. Andere Drehrichtung. Die Schultern nach hinten, unten sinken lassen. Öffnest deine Augen, machst dich bereit für die Umkehrstellungen. Du beginnst mit dem Kaninchen, Vierfüßerstand. Scheitel auf der Matte aufstellen. Wenn der Druck auf dem Scheitel zu groß ist, lässt du die Hände auf der Matte, sonst die Hände im stabilisierenden Mudra zur Decke strecken. Gerne kannst du auch hier so links, rechts, 1-2 Zentimeter hin und her schaukeln, aber ganz langsam, ganz vorsichtig oder auch mal ein bisschen vor und zurück. Schau, was du brauchst, was dir gut tut. Denke immer dran, deine Grenzen zu respektieren. Mit der Ausatmung ganz langsam Stellung des Kindes. Geborgenheit, Urvertrauen stellen sich von ganz alleine ein in der Stellung des Kindes. Du stellst die Hände nah an deinen Knien auf, drückst dich mit der Einatmung nach oben. Machst dich dann bereit für die nächste Umkehrstellung, für den Schulterstand bzw. regenerativer Schulterstand, ein Kissen unter den unteren Rücken gelegt. Achte immer auf deine Energien, auf dein Wohlbefinden. Darum geht es im Yoga, dass du dich gut fühlst. Dass du dich durch jede Yoga-Übung besser fühlst, stabiler, mehr bei dir, ausgeglichen. Im Yoga solltest du dich nicht überfordern, ein wenig fordern schon. Und wenn möglich nicht auspowern, also Energie abgeben, sondern Energie gewinnen. Wacher, klarer,
bewusster werden. Dabei helfen besonders die regenerierenden Übungen, wie hier regenerativer Schulterstand. Du kannst natürlich gerne auch nach einiger Zeit in den ganzen Schulterstand gehen oder nach ein paar Atemzügen. Oder auch die Kerze, ein Arm nach dem anderen, nach oben zur Decke strecken. Die Hände wieder am Rücken ansetzen, mit der Ausatmung erst die Knie auf die Stirn, die Beine nach hinten ausstrecken. Falls du ein Kissen am Rücken liegen hast, legst du das Kissen beiseite, Hände in stabilisierende Mudra, die Beine durchgedrückt, der Flug. Die Hände lösen, zur Seite bringen, Handinnenflächen ablegen, tief einatmen, mit der Ausatmung langsam, Wirbel für Wirbel aus der Position herauskommen, bis dein Steißbein die Matte berührt, die Knie anwinkeln, Hände um die Knie, ein paar ausgleichende Bewegungen, Nierenschaukel oder Schmetterling in der Nierenschaukel, oder lächelndes Baby. Oder Knie kreisen lassen. Denke auch an die andere Drehrichtung. Du machst dich bereit für die Gegenübung Rad, Fisch, Kamel. Kamel bietet sich immer dann an, wenn es Nackenprobleme gibt. Du kannst auch den Kopf senkrecht stellen oder Kinn in Richtung Brustbein bringen. Oder Yin-Fisch. Fußsohlen können dann in den Schmetterling kommen. Achte darauf, dass die Schulterblätter auf dem Kissen sind. Bei Nackenproblemen Hinterkopf auf das Kissen bringen. Also dann etwas mit dem Gesäß nach vorne rutschen, dass der Hinterkopf auf dem Kissen ist. Manchmal verschwinden dann auch die, ja, so der Druck im Nacken. Dann kannst du wieder ein Stück nach oben rutschen, um dich ganz auf den Brustraum zu konzentrieren. Dafür ist der Fisch da, Herzchakra zu öffnen, dich für deine Mitmenschen zu öffnen. Kommst du wieder langsam aus der Position heraus. Machst dich bereit für die Endentspannung. Vorher kannst du gerne noch ein paar ausgleichende Bewegungen vollziehen. Das könnte auch noch einmal Krokodilsübung sein.
oder Knie kreisen lassen. Die Zehen spreizen, einrollen, das gleiche mit den Fingern. Oder Gesicht abreiben, kleines Zitronengesicht, lange Gesicht. Auch mit der Zunge den Mundinnenraum abfahren, die Ohren aktivieren, die Ohrmuscheln abreiben. Ja, noch den Kopf links, rechts, hin und her rollen. Dabei seitlich gerne noch so ein paar Nickbewegungen vollziehen, um die restlichen Spannungen im Nacken zu lösen. Gerne die Augen abdunkeln. Dann lässt du dich einfach in die Matte sinken. Dann gibst mit jeder Ausatmung die restlichen Spannungen deines Körpers, die Spannungen deiner Emotionen und die Spannungen deines Geistes einfach ab. Drei bis fünf Minuten Stille.